Hochbetrieb herrschte am Sonnabend an der Welsestraße in der Gemeinde Gandakesee. Mit rund 1000 Besuchern rechnete der neue Pächter Andreas Kleinhaus im Angelparadies Habrügge zur Neueröffnung. Der prominenteste Gast war Harry Weinfort. Früher als RTL-Moderator und Werber für Schlankmacher bekannt, ist er aber vor allem auch ein begeisterter Angler. Neben Verpächter Peter Abel gratulierte auch Gandakesees stellvertretende Bürgermeisterin Christel Ziesler zur Neueröffnung. Erst vor 4 Wochen hatte Kleinhaus nach eigenen Angaben erfahren, dass der bisherige Pächter Heiko Pflege die Teiche abgeben wollte. Der neue Inhaber wusste sofort, dass die Anlage für ihn gut geeignet ist.